Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie bekommen, wie jedes Jahr, Ihre Energierechnung mit den Angaben zu Ihren Kosten und zu Ihrem Verbrauch. Unter Ihrer Energierechnung finden Sie aber noch weiteres. Sehr geehrter Held, in Ihrer Straße befinden Sie sich im Energieverbrauch auf Platz 8 von 12. In Ihrer Stadt auf Platz 18.000 von 21.000 Haushalten. In Ihrem Bundesland sind 80% energieeffizienter als Sie und in Ihrer Nation 90%. Dieses ganz einfache Rangsystem würde einem erheblich erleichtern, sich zu orientieren, wirklich zu wissen, wie energieeffizient bin ich denn? Bin ich der Schlechteste in meiner Straße? Sind alle meine Nachbarn energieeffizienter als ich? Es würde meines Erachtens unglaublich dazu beitragen, dass die Leute wirklich versuchen, energieeffizienter zu werden, weil sie sich bewusst sind, wo sie stehen, wo der Rest steht und wo man hingehen könnte. Deshalb wäre mein Vorschlag, die Energiekonzerne dazu zu verpflichten, eben neben den Angaben des Verbrauchs auch Angaben darüber zu machen, wo der eigene Haushalt im Vergleich zu anderen Haushalten steht. Und wie ich die Deutschen kenne, würde ein Effizienzrennen sondergleichen entstehen. Das sind nur einige von wenigen Beispielen, wie man mit ganz einfachen Mitteln Leute dazu bringen kann, effizienter zu werden. Dan O'Reilly beschreibt noch weitere, wie zum Beispiel die Unterschrift bei Steuerangaben nicht unten drunter zu setzen, sondern oben. Denn mehr Leute sind ehrlicher, wenn sie sich zuerst dazu verpflichten, ehrlich zu sein und dann ihre Angaben machen, anstatt erst ihre Angaben zu machen und dann sich zu verpflichten, ehrlich zu sein. Auf 80 Millionen Bundesbürger würden solche Maßnahmen schon eine Menge bringen. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn sich ähnliche Gesetzesinitiativen bald im Deutschen Bundestag finden würden. Vielen Dank.